Erste Premiere bei den 60. Gandersheimer Domfestspielen. Ab sofort läuft das Kinder- und Familienstück Peter Pan vor der Stiftskirche. Kleine und große Theaterbegeisterte erlebten eine flotte Aufführung mit schönen Dialogen und sehenswerten Aktionen. Dabei gab es häufig Zwischenapplaus. Ich will mir mal erzählen, was euch gefallen hat. Was hat dir gefallen? Mir hat der Smee sehr gut gefallen. Mir hat auch Smee gefallen. Aber jetzt Kaffee und dann gibt's ein Eis. Ne? Weil er sehr lustig war und gute Sprüche auf Lager hatte. Was hat dir gefallen? Erzähl Peter mal. Pan. Peter Pan und warum? Weil der gesagt hat, dass er Captain Hook wäre und dann sollte es mir die Prinzessin losbinden. Ich fand es insgesamt gut. Der Hund, also wie der ausgesehen hat. Ja, genau. Der Pudel und war toll. Der Vater war lustig. Captain Hook, ne, den haben sie wirklich gut gemacht. Ne? Das stimmt, das fand ich auch. Was hat Ihnen gefallen? Erzählen Sie mal. Ich fand es großartig, wie das umgesetzt wurde, die Geschichte an sich. Also das ist wirklich sehr, sehr schön für die Erwachsenen und für die Kinder umgesetzt. Peter Pan in Sicht! Alle Mann in Deck! Alle Mann an Deck! Diesmal entkommt er uns nicht! Nein, diesmal entkommt er uns nicht! Also ich glaube, das Publikum hat sehr gerne zugehört, hat sehr gerne miterlebt, die ganzen Abenteuer von Peter und Wendy und ihren Freunden und Feinden. Und ich glaube, es ist sehr gut angekommen. Sie haben sehr viel gelacht, sehr viel geklatscht. Es war auch sehr lustig, weil für Erwachsene gibt es gewisse Momente, die sehr witzig sind, aber auch für die Kinder. Manchmal ist es ein bisschen gefährlich, manchmal ist es unheimlich, aber dann auch wieder total super und aufregend. Deswegen glaube ich, es hat Ihnen sehr gut gefallen. Also ich hoffe es, wir hatten einen wunderschönen Applaus und konnten es genießen, heute vor so vielen Leuten zu spielen. Ihr Dummköpfe! Ich bringe euch ein Mädchen, das euch Geschichten erzählt und ihr schießt sie ab! Wer war das? Was habt ihr denn gemacht? Wendy, wach auf! Bitte! Ich frage nur noch einmal, wer war das? Und wie hat der Hauptdarsteller in der Rolle des Peter Pan die Premiere erlebt? Das war umwerfend, atemberaubend. Also zum ersten Mal Publikum drin zu haben, Kinder, viele Kinder drin zu haben, die so mitgehen, die so Spaß haben daran, das ist einfach großartig. Und ein bisschen heiß. Also ich habe dezent geschwitzt, aber ein ganz, ganz tolles Gefühl. Wie ist es angekommen beim Publikum? Was glauben Sie? Ich hoffe doch, dass es sehr, sehr gut angekommen ist. Also dem Applaus nach zu urteilen, hatten die Leute, glaube ich, Spaß. Diese waren mit dabei, die hatten viele Zwischenkommentare auch, die haben dazwischen geklatscht. Die Piraten, glaube ich, kommen sehr, sehr gut an, weil die einfach lustig sind. Also ich glaube, das Stück hat das Publikum erreicht. Wir haben sowohl berührende wie auch lustige Momente und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen und darüber sind wir sehr, sehr, sehr froh. Wie ist die Geschichte angekommen? Ich glaube, sehr schön. Es gibt einzelne Momente, die habe ich gar nicht erwartet, dass es so großartig aufgenommen wird. Aber ja, insgesamt hat die Regisseurin sich natürlich einige Dinge dabei gedacht und das ist schön aufgegangen und kam bei den Kindern und auch den Erwachsenen gut an. Das Kinder- und Familienstück Peter Pan ist bis zum 4. August insgesamt noch 12-mal in Bad Gandersheim zu erleben. Am Freitag, 15. Juni, gibt es mit dem Schauspiel Jedermann die zweite Premiere der Jubiläumsspielzeit. Ja, läuft bei uns. Läuft bei uns. Ist das Motto. Jetzt läuft es tatsächlich. Wie ist das Gefühl zur Sekunde? Endlich können wir mit Publikum spielen. Das ist so was Tolles, wenn man die Menschen drin sitzen sieht, wenn die Menschen hierher strömen. Wir haben das beim Theaterfest schon ein bisschen gesehen, aber jetzt nochmals beim Kinderstück auch mit den Familien und den Kindern und dann die Rückmeldung zu erhalten, der viele Applaus, das ist das Schönste für uns, was es gibt.